Den Anfang macht heute Abend ein Fight im Leichtgewicht zwischen Conor Notorious McGregor und Khabib the Eagle Nurmagomedov. Khabib Nurmagomedov. Es sind nur noch wenige Augenblicke, bis er hier das Oktagon betritt. Ein ganz unangenehmer Gegner, weil er seinen Kontrahenten perfekt die Arme und die Beine verdrehen kann und sie in schmerzhafte Submissions bringen kann. Wenn man dann nicht schnell abklopft, können diese Submissions zu bösen Verletzungen führen. Conor McGregor will es heute offenbar wirklich wissen. Was ihn so gefährlich macht, sind seine brachialen Kicks. Sensationell, wie viel Power er in diese Kicks legen kann und wie sehr er Kämpfe damit an sich reißen kann. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Leichtgewichtsfight. Die beiden Kontrahenten dieses Kampfes sind gleich alt. Und werfen wir auch noch einen kurzen Blick auf Größe und Reichweite. Da sehen wir eine vergleichbare Größe, aber auch eine ziemlich unterschiedliche Reichweite. Die offizielle Vorstellung jetzt mit Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Lightweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a grappler, holding a professional record of 27 wins, no losses. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of the Republic of Dagestan, Russia, Khabib the Eagle Nurmagomedov! And now introducing his opponent, fighting! This man is a kickboxer, holding a professional record of 21 wins, 4 losses. He stands 5 feet 9 inches tall, weighing in at 155 pounds. Fighting out of Dublin, Ireland, the notorious Conor McGregor! And when the action begins, our referee in charge of the Octagon is Mario Yamasaki. Und da ist auch schon der Referee, Mario Yamasaki. Los geht's. Er verpasst ihm eine gerade zum Kopf. Oh, ein toller Sidekick. Starker Hack. Guter Treffer. Guter Schlag. Oh, was für Angriffe. Volltreffer. Gute Rechte von McGregor. Oh ja, heftiger Kick zum Kopf. Er weicht dem Schlag aus. Da ist die Lücke da. Da ist er unaufmerksam. Guter Kick zum Körper. Und da ist der Takedown.
Khabib Nurmagomedov hat sich hier schon früh einen Takedown geholt. Da ist seine Strategie voll aufgegangen. Er wollte natürlich, dass der Kampf auf den Boden geht. Gute Arbeit von unten, schöner Punch zum Kopf. Gut nach oben gekommen und ein starker Kopftreffer von Nurmagomedov. Da ist er also jetzt in der Half Guard nach diesem tollen Sweep. Schöne Bewegung auf dem Boden. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch vom Kopf. Treffer mit diesem Punch. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf hier von McGregor. Starker Ellbogenschlag zum Kopf. Schöner Treffer. Gute Arbeit von oben, das war ein starker Ellbogen. Ja, da geht er gezielt auf den Kopf. Gut gemacht. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Und er richtet sich auf. Ja, da erwischt er ihn am Kopf. Starke Befreiung aus der Firma. Beide stehen wieder. Sehr guter Jab. Und da ist der Takedown von Nurmagomedov. Starker Übergang in die Full Mount. Er befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Eine schöne Aktion hier. Toller Sweep. Er geht in die Full Mount über. Toller Treffer mit dem Punch. Oh, da ist denn der Backmount. Er ist in der Halfguard. Er schafft es, wieder auf die Beine zu kommen. Der Clinch ist vorbei. Er verhindert den Takedown durch einen Sprawl. Starker Kniestoß von McGregor. Oh, ein harter Uppercut. Oh, der Schlag geht daneben. Oh, schöner Haken. Guter Kick hier zum Körper, aber das war zu sehen. Da ist er offen. Da lässt er die Lücke. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. McGregor versucht es mit der Linken, aber daneben. Ja, er bringt ihn zu Boden. Ja, der kommt an. Schön von unten gearbeitet. Was für ein Punch. Er bewegt sich da gut auf dem Boden. Gute Arbeit in der Side Control. Oh, der Wechsel geht schief. Und da dreht er ihn um. Ja, er kontrolliert ihn von oben aus der Kruzifix-Position. Klasse Bewegung am Boden, gefällt mir gut. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Und zurück in die Side Control. Ja, sehr schöne Hammerfist. Schöne Bewegung, die er da auf dem Boden zeigt. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Damit ist die erste Runde beendet. In der Wiederholung können wir uns die Highlights dieser Runde jetzt nochmal ansehen. Ja, was für ein herrlicher Strike. Herrlicher Kick zum Körper. Brittany Palmer kündigt Runde 2 an. Es geht weiter. Runde 2. Der Punch sitzt.
Oh, oh, bei der Linken hatte er Glück. Ja, der Roundhouse-Kick erwischt ihn am Kopf. Er geht in den Sprawl und vermeidet so den Takedown. Oh, er ist angeschlagen. Der Schlag geht daneben. Schöner Treffer. Toller Block. Treffer, da kam der Punch. Ah, sauber. Konter mit dem Jab. Der Jab geht ins Leere. Khabib Nurmagomedov erneut mit dem Takedown. Sehr guter Punch von McGregor. Was macht er jetzt? Er hat seinen Arm. Oh, oh, sehr gut von uns. Starker Schlag zum Kopf. Schöner Punch. Stark von unten gearbeitet. Starker Punch zum Körper, gut von oben gearbeitet. Guter Ellbogenschlag. Das macht er gut da auf dem Boden. Oh, schöner Schlag zum Kopf. Stark gemacht von McGregor. Jetzt ist er wieder in der Full Guard. Oh, ein schöner Schlag zum Kopf. Starke Arbeit von unten. Das sieht gut aus. Tolle Bewegungen auf dem Boden. Er kontrolliert ihn von der Seite. Ja, gute Linke. Bewegt sich hier gut auf dem Boden. Wow, was für ein Punch zum Kopf. Er setzt ihn von der Seite unter Druck. Nurmagomedov wechselt wieder in die Side Control. Er versucht am Arm anzusetzen. Ja, er fixiert den Griff. Oh, das könnte jetzt das Ende sein. Wahnsinn, wie viel Druck er bei diesem Kimura ausübt. Und das war's, der Kampf ist vorbei. Er hat den Choke voll durchgezogen. Das war einfach perfekt, wie er diesen Kampf durch Submission beendet hat. Er hat seinem Gegner keine andere Möglichkeit mehr gelassen, als abzuklopfen. Ja, dann gehen wir jetzt mal in die Wiederholung des Kampfes. Gegen seine Submission am Ende war einfach nichts zu machen und jetzt freut er sich über den Sieg in diesem heutigen Kampf. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Mario Yamasaki is going to stop in this contest at 2 minutes, 28 seconds of round number 2. Declaring the winner by tap out due to a Kimura, Khabib Nurmagomedov. Und hier ist er, der Sieger durch Submission.